Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute am 16. März 2020 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Eigentlich sollte ich den Film ja gleich ins Freie verlegen, weil heute so ein wunderschönes Wetter ist. Also ein wunderschönes, frühlingshaftes Wetter. Und ich denke, heute könnte man sogar hier bei uns in Forchheim die 20 Grad Grenze ankratzen, so wie das aktuell aussieht. Also ich werde dann später auch nochmal hinausgehen, bevor wir ja dann vielleicht alle noch einen Hausarrest verpasst bekommen von der Regierung wegen der Corona-Krise. Ich habe mir ja vorhin die Rede von Herrn Söder angeschaut und da wurde ja jetzt hier in Bayern der Katastrophenstand ausgelöst, aber man darf sich immerhin noch frei bewegen. Mal schauen, wie lange das anhält. Man sieht, es geht immer so scheibchenweise, das ist so irgendwie Salamitaktik, dass man nicht alles auf einmal dann so mitbekommt, weil da würde sich wahrscheinlich die Bevölkerung ärger aufregen, als wenn man das immer so scheibchenweise das Ganze strenger handhabt. Aber lass mal lieber das Corona-Thema, es gibt schönere Themen, denn heute möchte ich euch die Briefmarken der Tschechoslowakei vom Jahr 1946 vorstellen, da das war auch eine ziemlich harte Zeit, die 1946, gerade im Hungerwinter 1946, 47, da starben deutlich mehr Menschen in Deutschland als wahrscheinlich weltweit an der Corona-Krise, vermute ich. Aber jetzt schweife ich schon wieder in das Thema ab und das wollte ich ja eigentlich eher heute nicht in den Mittelpunkt unserer Sendung stellen. Ja, bevor ich damit beginne, möchte ich euch aber zuerst einmal bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Dazu einfach den Abonnieren-Button anklicken und wenn ihr die Klingeling daneben noch anklickt, dann bekommt ihr auch immer meine neuesten Filme mit. Ja, als Basis für die Werteinschätzung der Briefmarken des Jahres 1946 verwende ich wieder den Michel Mitteleuropa-Katalog und rechne das dann auf entsprechend ungefähre Handelspreise herunter, also was so in etwa Händler verlangen oder was man verlangen kann, wenn man solche Marken im Einzelverkauf an einen Sammler verkauft. Würde man eine Sammlung verkaufen, dann wird es natürlich entsprechend weniger Geld dafür bekommen. Aber schauen wir uns doch gleich mal die Marken von 1946 näher an. Ja, die ersten beiden Briefmarken des Jahres 1946 waren diese beiden hier zum ersten Jahrestag des Maiaufstands 1945 in Prag. Ein Jahr davor war ja noch der Zweite Weltkrieg und Böhmen und Mähren waren noch von den Deutschen besetzt und da gab es dann einen Aufstand gegen die Deutschen. Und an den erinnerte man dann mit diesen beiden schönen Marken, mit St. Georg, dem Drachentöter. Ja, der Satz ist leider wenig wert. Da liegen wir im niedrigen Centbereich, vielleicht bei 20 Cent, sowohl für gestempelt als auch postfrisch. Anders sieht es bei die Marken mit Zierfeld aus. Da liegen wir dann immerhin bei dem Satz bei etwa 1 Euro für postfrisch und gestempelt. Ja, dann gab es zu diesem Anlass auch noch einen Block. Den sehen wir jetzt hier oben mit 4 plus 6 Kronen. Da liegt die normale Ausgabe, der Typ 1, bei etwa 50 Cent, sowohl für postfrisch als auch gestempelt. Und dann gibt es einen wertvolleren Typ, den haben wir hier jetzt sogar. Denn da ist der Zwischenraum zwischen Marke und das sieht man, der ist unterschiedlich groß bei den beiden Blöcken. Wo der Abstand geringer ist, das ist der eher wertlose Block. Und wo der Abstand hier größer ist, sieht man ganz gut, glaube ich, den Unterschied. Da liegen wir immerhin bei 15 Euro für postfrisch und etwa 12 bis 15 Euro gestempelt. Ja, dann am 12. Juni 1946 gab es eine Flugpostausgabe über 24 Kronen. Sehen wir hier sogar einen schönen Viererblock. Da liegt die Einzelmarke bei etwa 20 bis 30 Cent, sowohl postfrisch als auch gestempelt. Und mit Zierfeld ist sie deutlich wertvoller, haben wir jetzt leider keine mit Zierfeld, wo man das zeigen könnte. Da liegt so eine Einzelmarke postfrisch bei etwa 5 Euro und 1 bis 1,50 Euro gestempelt. Dann wurde
kurz darauf, ein paar Tage später und dann auch ein paar Magen 1947 wurde diese Flugpostserie dann ergänzt. Da gab es dann weitere Flugpostmagen, ein Satz mit 8 Werden, mit Magen von 1946 und einer von 1947, die 9 Kronen hier. Die wurde später ausgegeben, 1947, aber betrachten wir mal den ganzen Satz. Der ganze Satz ist postfrisch etwa 2 bis 3 Euro wert und gestempelt auch so um die 2 Euro. Die gibt es dann auch mit Zierfeldern, will ich jetzt nicht genauer eingehen, und die sind dann mit Zierfeldern entsprechend wertvoller. Ja, dann gab es 1946 eine weitere Marke zum 90. Todestag von Karel Havlíček Borowski. Ist immer ein bisschen schwer, das Tschechische auszusprechen. Weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen war. Wahrscheinlich nicht. Da liegen wir bei postfrisch und gestempelt für diese Marke bei etwa 10 Cent. Mit Zierfeld ist er etwas mehr wert, vielleicht so 30 bis 40 Cent, egal ob sie jetzt gestempelt oder postfrisch ist. Dann gab es diese beiden Freimarken mit Landschaften. Da liegen wir auch so bei dem Satz bei etwa 20 Cent für postfrisch und gestempelt. Ja, dann kam ein Block heraus, den zeige ich jetzt hier noch, der zweite Block. Der wurde am 3. August 1946 herausgegeben zum Thema Briefmarkenausstellung im Brunn. Da liegen wir auch so bei postfrisch vielleicht bei 50 Cent, gestempelt vielleicht nur so bei 30 bis 50 Cent. Also die Blöcke sind immer erstaunlich preiswert bei den Tschechen. Ja, dann kam eine schöne Dreiecksmarke heraus. Die sieht doch ganz lustig aus. Als Zustellungsmarke über 2 Kronen am 1. Juli 1946. Postfrisch wohl etwa 10 Cent wert und um die 30 Cent gestempelt. Dann am 15. August wurde dieser Satz mit Zuschlagsmarken, mit 3 Zuschlagsmarken herausgegeben zum Thema aus Ungarn zurückgekehrte Slowaken. Da liegen wir beim Satzpreis bei etwa 50 Cent, sowohl für postfrisch und gestempelt. Ja, und dann gab es noch ein paar Freimarken mit dem Präsidenten Beneš mit 3 Marken. Jetzt hier, das sind teilweise doppelt vorhanden. Da gibt es anscheinend ein paar Farbvarietäten. Dann haben wir die 60, 61. Bei der Dreier gibt es 2 Farbsorten, die jetzt im Michel nicht noch unterschieden werden. Und anscheinend auch bei der Achter gibt es so gleich die Farbnuancen. Der normale Satz mit den 4 Marken, der liegt vielleicht so bei 30 bis 40 Cent. Und bei 10 bis für postfrisch und bei 10 bis 20 Cent für gestempelt. Ja, da unten sind wir Bottommarken, die möchte ich jetzt eigentlich nicht vorstellen. Und damit haben wir eigentlich schon den Jahr. Gang 1946 abgehakt. Hier sehen wir schon mal eine kleine Vorausschau auf den Jahrgang 1947. Ja, das war es dann schon wieder mit dem Jahrgang 1946 von der Tschechoslowakei. Man sieht, da wurden einige ganz schöne Marken eigentlich herausgegeben. Sie sind teilweise historisch interessant, denn es war auch damals so eine Übergangsphase. Da war die Tschechoslowakei noch nicht kommunistisch. Die wurde dann erst 1948 kommunistisch. Da war es noch nicht ganz geklärt, dass er also in den Ostblock mit eingegliedert wird, sozusagen. Ja, ich hoffe, euch hat der Film dann gefallen. Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ja, dann genießt das schöne Wetter. Wer weiß, wie lange wir noch überhaupt rausgehen dürfen. Sachen, und Dinge, die bislang selbstverständlich waren, werden langsam zum Luxus. Also das heißt, man sollte auch jeden Tag genießen, denn man weiß nie, wie der nächste Tag dann aussieht. Ja, dann stärkt euer Immunsystem, geht an die frische Luft, nimmt Vitamine, esst frisches Obst und so weiter und so fort. Und bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.